Was passiert, wenn ein herrlich arroganter Atheist auf einen unfassbar schleimigen Priester trifft und im Laufe der Sendung kommt dann noch ein absurd verwirrter Bewusstseinsforscher dazwischen gesprungen, der noch nicht mal seinen eigenen Job erklären kann. Diesen herrlichen Autounfall, eins meiner absoluten Lieblingsvideos, ziehen wir uns heute genüsslich rein. Let's go. Philipp Möller glaubt nicht an den Glauben. 33 Jahre jung und überzeugt davon, dass Religion vor allem Unsinn ist und ein Geschäftsmodell. Das predigt er zumindest im Auftrag der humanistischen Giordano-Bruno-Stiftung. Und jetzt predigt er es auch bei uns. Philipp Möller, das ist schon ein bisschen mutig, sich so mitten in der Adventszeit hinzustellen und zu sagen, Glauben macht nicht selig. Gib uns dein stärkstes Argument. 30 Sekunden hast du, haben sie Zeit. Und das hier ist die Kamera. Ja, ich bin ja heute nicht nur als Naturalist da, der eben nicht an übernatürliche Phänomene glaubt, sondern vor allen Dingen als Humanist, der der Meinung ist, dass der Glauben uns häufig dabei im Weg steht, die Welt eben kennenzulernen, den Blick auf die Welt zu richten. Der aber auch der Meinung ist, dass wir unser Leben nutzen sollten, die Welt zu einem lebenswerteren Ort zu machen. Und das vielleicht nicht nur für Menschen, sondern auch für alle anderen Tiere. Mein nächster Gast ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Der göttliche Fernsehstar leitet im Hauptberuf das Kapuzinerkloster in Frankfurt am Main. Er verteilt. Jetzt geht's los. Ich den Glauben an Gott. Das wird er jetzt auch bei uns tun. Herzlich willkommen, Bruder Paulus. Bruder Paulus, unter den Zuschauerinnen und Zuschauern sind viele skeptisch. Überzeugen Sie die heute Abend. Sie haben jetzt schon mal 30 Sekunden für Ihre stärkste Botschaft. Warum macht Glauben selig? Jetzt kommt die stärkste Botschaft. Achtung. Das ist Ihre Kamera. Der Glaube macht selig, wenn er sich auf einen Gott richtet, der einen geschaffen hat. Ich habe das entdeckt, als ich 14 war, als ich zum ersten Mal in den Weltraum geguckt habe und gemerkt habe, wow, ist der groß. Das war göttliche Vorsehung. Und ich kann denken, ich kann leben und vor allen Dingen, ich kann auch lieben und habe von da an eigentlich gewollt, dass ich für diesen Gott unterwegs bin, um den Menschen zu sagen, hey, du bist geschaffen, Gott zu loben und zu preisen. Und ich glaube, das ist für mich ein gutes Argument, dass jemand in seinem Herzen Gott entdeckt als die Quelle seiner Kraft, die Quelle, die dich geschaffen hat. Die ruft dich, dass du für andere da bist. Okay, ich lass das einfach mal so stehen. Das ist so ein Scheißgelaber. Das kann sich doch wirklich keine Sau anhören. Ja, das Video ist eins meiner Lieblingsvideos. Das ist ja schon, wie alt ist das hier? 8 Jahre. Das habe ich bestimmt schon 20, 30 Mal geguckt. Jedes Mal, wenn ich das irgendwo vorgeschlagen bekomme und weil ich so oft gucke, kriege ich es anscheinend dauernd vorgeschlagen, muss ich mir das meistens von vorne bis hinten reinziehen. Das ist ein herrliches Ding. Stell dir vor, den hast du als Lehrer oder als Vater. Da ist wahrscheinlich die Hölle los dann zu Hause. Übertreten! Tut mir leid, Smokey, du warst über der Linie, das war ein Foul. Du denkst wohl, ich mach Spaß, schreib dir 0 auf! Das sind zwei starke Positionen und wie... Das sind zwei unfassbar starke Positionen. Das könnte kaum stärker sein. Ja, oh, der Weltraum ist groß, deshalb gibt's jetzt Einhörner. B folgt da nicht aus A. Ach, große Überraschung. Paulus, haben wir den Glauben verloren oder einen Teil unseres Glaubens verloren? Ich glaube, man kann den Glauben eigentlich nicht im Herzen verlieren, denn wenn es so ist, wie ich glauben kann, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dann ist es so, dass jeder... Ja, Gott hat den Menschen geschaffen. Leicht wilde Behauptung müsste erst noch belegt werden. Dazu müsste man vielleicht belegen, ob es Gott überhaupt gibt. Und so weiter und so fort. Aber wollen wir das, diesen kleinen Lapsus mal durchgehen lassen? Der Mensch letztlich in der Tiefe seines Herzens herausfinden kann, wozu bin ich eigentlich geboren? Antworten auf Fragen, auf die die Wissenschaft ja nicht antworten kann. Wozu bin ich da? Warum gibt es Liebe? Warum will ich mich eigentlich versöhnen mit jemandem? Und warum kann ich mich nach Stille sehnen, nach Frieden? Was sind das für Motive in mir? Und ich glaube, dass im Grunde dieser... Psychologie, Realität... Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? Motive, Gott in uns immer wieder anklopft und sagt, hey, du kannst ruhig an mich glauben, ich weiß nicht. Herr Müller. Diese schleimige, anbiedernde Art. 50% aller Deutschen glauben an Gott, glauben die an Unsinn? Also erstmal ist es ja jedem seine freie Entscheidung, ob er an Gott glauben will oder nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt bei Ihnen immer nicht so ganz, wo ich anfangen soll. Also, dass Sie Katholik sind, wusste ich, dass Sie Kreationist sind, ist mir jetzt erstmal so ein bisschen neu, aber eigentlich... Kreationist heißt, Gott hat wirklich den Menschen geschaffen und die Erde ist 6000 Jahre alt. Ich müssen Sie das als Christ ja auch sein. Natürlich. Was heißt das für Sie? Nur, dass Sie meinen, dass die Welt tatsächlich von Gott geschaffen wurde und eben nicht entstanden ist. Nicht nur geschaffen wurde, sondern dass Gott noch am Werk ist in dieser Welt und immer neu schafft. Ist ja noch schlimmer.
Du kannst nicht schleimiger sein. Genau. Aber gut. Stärke ist in dieser Welt und immer neu schaffen. Ist ja noch schlimmer, genau. Aber gut. Wie ist das noch beruhigender? Wenn das für Sie beruhigend ist, für mich ist es nicht so. Aber das, wie gesagt, das muss jeder. Ist sehr beruhigend, dass es einen allwissenden Gott gibt, der dir beim Masturbieren zuguckt. Das ist ja gerade das Geile daran. Wenn er ein bisschen Schmierseife hätte, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Müssen wir uns natürlich fragen, wie wird Gott definiert? Für manchen ist Gott ja nur die Liebe. Da bin ich auch kein Atheist, denn natürlich akzeptiere ich, dass es die Liebe gibt. Für manche ist... Ja, dieses Geschwafel immer. Gott ist die Liebe, mein Duschvorhang ist Gott. Man kann es gar nicht ergründen. Gott ist everything, das ganze Gelalle. Ist Gott nur das Universum? Auch dann bin ich natürlich kein Atheist, denn ich akzeptiere, dass es das Universum gibt. Aber für andere ist Gott eben tatsächlich diese Figur, die das gesamte Universum gebastelt hat und dessen Ebenbild wir sind. Und da muss ich natürlich sagen, das ist ein größenwahnsinniger Irrtum. herrlich arrogante Art. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise! Figur stelle ich mir eigentlich gar nicht vor. Für mich ist es eher eine große Kraft, zu der ich du sagen kann, eine Person, zu der ich du sagen kann. Und so also wie keine Figur, sondern eine Person. Eine Person, genau. Okay. So wenn Sie da einen Unterschied sehen. Vater, völlig anders. Der Sohn und der Heilige Geist. Auch das sagen noch. Ja, da müssen Sie aber auch zwinkern bei, weil das hat ja letztlich noch niemand verstanden, wie eine Person gleichzeitig drei Personen sein kann, dann aber auch wieder eine Person und dann noch allmächtig, allgütig aber und allwissend ist. Das ist ja genau der Trick beim Glauben, dass wir nämlich genau nicht verstehen sollen, sondern wir sind so etwas eingeladen. Naja, schalt dein Gehirn aus, glaub doch einfach mal dran. Na, und wenn nicht, dann kommst du in die Hölle. Was unseren Verstand übersteigt und wo wir plötzlich viel mehr denken, fühlen und auch handeln können, als wir uns vom Verstand her eigentlich zutrauen. Glauben dass wir nicht verstehen sollen, das ist Glauben. Das hätte ich schöner eigentlich nicht sagen können. Kurz ein Einwand, der passt ganz schön. Es schreibt jemand, wie heißt es doch, Gott ist das Unbekannte, den Rest hat die Wissenschaft schon erklärt. Würden Sie dem zustimmen? Ich glaube, die Wissenschaft hat ein bisschen von dem erklärt, was wir herausfinden können in dieser Welt. William Busch hat ja schon gedichtet, eine Frage, wenn man die beantwortet, die Antwort gebiert wieder 1000 neue Fragen. Ich bin davon überzeugt, je fester jemand in Gott verwurzelt ist, umso wissenschaftlicher kann er sein, weil er dann wirklich alles untersuchen kann, sogar den Boden, auf dem er steht. Know what that means? Nothing. It means nothing. Sagt einfach null aus. Menschen glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Glauben Sie das auch? Dass nicht nur geschaffen hat, sondern erschafft. Warum können Sie eigentlich mit mir jetzt hier reden? Warum können Sie jetzt mit mir hier reden? Ja, weil wir hier stehen. Warum können uns Menschen verstehen, die jetzt hier... Achtung, Reaktion. Erschafft. Warum können Sie eigentlich mit mir jetzt hier reden? Warum können uns Menschen verstehen, die jetzt hier sitzen und uns zuschauen, die vorher uns noch nie gekannt haben? Ein großer Kommunikationsfluss, der letzte... Ja, warum klappt hier das Fernsehen? Warum kann ich das jetzt hier aufnehmen? Ja, wegen Gott. Natürlich nicht, weil hier der Strom fließt und was weiß ich was. Must be another one of those miracles. Nicht durch die Herzen geht. Das ist für mich Gott letztlich. Haben Menschen und Affen gemeinsame Vorfahren? Jetzt versucht er die Frage nochmal zu stellen, weil er hatte die Frage natürlich wieder nicht beantwortet. Ja, jetzt stellt er das Gleiche nochmal. Haben Menschen und Affen gemeinsame Vorfahren? Müssten Sie die Wissenschaftler fragen. Ich bin Theologe. Was wäre Ihre Antwort? Ich glaube, dass wir Menschen in dieser Welt gewollt sind als Wesen, die diese Welt erkennen können, die dafür Danke sagen können und die darüber staunen können und die dann auch in dieser Welt etwas leben können, was aus keinem Tier und keiner Pflanze letztlich herauskommt. Vergebung zum Beispiel. Ja. Oh. Also so ein Scheißgelaber, kann sich doch kein Schwanz anhören. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, warum ich das so gern gucke. Diese schleimige Art ist einfach spektakulär. Und bei dem denke ich immer so an das Fight Club-Zitat, wie die beiden am Anfang im Flugzeug sitzen und der Brad Pitt sagt zum Edward Norton, nachdem er lacht, dass sie haben so eine kranke Verzweiflung in der Lache. Und da muss ich immer dran denken. Also ihm, mit ihm hier, wenn er zu mir ins Coaching kommen würde, was wohl nicht passiert, aber wenn, da würde ich erstmal 4 Wochen lang Wutübung verordnen. Ja, er ist ja so pseudo-harmlos und so lieb und nett und guck mal hier, ich bin der liebste Onkel und ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Ich bin der liebste und beste Mensch. Das heißt, da wäre erstmal 4 Wochen Wutübung wahrscheinlich angesagt, um mal den ganzen aufgestauten Kram einfach mal zuzulassen und
rauszulassen. Ja, ist jetzt eine wilde Ferndiagnose vielleicht für manche, die das noch nie gehört haben, aber ja, lasst euch das gesagt sein aus jahrelanger Coaching-Erfahrung. Gerade die, die so keiner Fliege was zuleide tun können und so auf den harmlosesten lieben Onkel machen, da brodelt es meistens ordentlich unter der Fassade. Ich könnte explodieren. Oh, oh, du willst explodieren? Ja, ich stehe kurz davor. Gerade wenn er noch Religion wahrscheinlich frühkindlich hier indoktriniert wurde. Ja, ja. Liebe zum Beispiel. Freiheit. Verstehen Sie die Antwort? Es war halt keine Antwort. Viel geredet, wenig gesagt, so wie ich das von Theologen und Politikern eben kenne. Also Liebe können wir ja auch anders erklären. Liebe ist ein Zustand, der einen Sinn und einen Zweck hat, der durch neurochemische Botenstoffe entsteht und deswegen nicht weniger schön ist, sondern ein wunderschönes Gefühl ist, ohne dabei irgendwie göttlich sein zu müssen. Würden Sie das Ihrer Freundin auch sagen? Ja. Ich habe jetzt gerade biochemische Gefühle für dich und ich kann leider nicht anders als gerade... Dieses scheiß Argument immer. ...mit dir gehen müssen. Nein, das, in dem Moment würde ich das wahrscheinlich nicht sagen, aber wir sind uns schon beide darüber im Klaren, dass es so ist und da rein finde ich auch eigentlich nichts Schlimmes. Wie diskutieren die Juden? Rein Biochemie, ach so, als wüsste er, dass es irgendwelche Einhörner oder Götter gibt. Ja, und immer dieses, ja, fühlt sich aber nicht, also keine Einhörner und kein Leben nach dem Tod fühlt sich jetzt aber nicht so angenehm an, deshalb gibt es jetzt Einhörner, deshalb existiert jetzt Bigfoot oder Gott oder der heilige Sankt schießt mich tot. Immer diese Logiklöcher, ein Traum. Wie gesagt, ja, für die, die das erste Mal hier dabei sind, es kann sein, dass irgendeine Gottheit existiert. Kann aber auch sein, dass der Yeti existiert oder Einhörner oder Aliens oder was weiß ich was. Ist ja alles nicht klar. Deshalb ist die einzige logische Antwort im Moment, keine Ahnung, I don't know, we don't know. Es kann sein, ich kann auch dran glauben, aber natürlich kann ich jetzt nicht sagen, so ist es auf jeden Fall, sondern es ist halt ein unbewiesener Glaube. Kann man dafür sein? Oder auch nicht. Kannst aber natürlich auch nicht mit argumentieren. Ja, ich sehe X und Y so und so, weil es steht in der Bibel. Oder meine Gottheit, die ich nicht beweisen kann, ständig sagt das angeblich. Er kann helfen, er kann aber auch viel kaputt machen. Ich gehe jetzt nicht auf die Ketzerverfolgung ein, die da explizit erklärt wird. Und deshalb sollten wir falsche Ideen sterben lassen, bevor Menschen für, oh, da sind wir nicht ganz vollständig, falsche Ideen wahrscheinlich irgendwas opfern. Da würde ich jetzt mal weitergehen. Können Sie? Ja. Das ist verrückt. Wir sollten falsche Ideen sterben lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben. Ja, gutes Religionszitat, in Anführungszeichen Religionszitat. Ein Experiment muss wiederholbar sein, sonst nennt man das Zufall. Das ist unbrauchbar für die Lebenspraxis. Ist Glaube Zufall? Nein, Glaube ist kein Zufall, sondern Glaube ist in erster Linie... Ist doch gut erklärbar. ...in erster Linie natürlich das Ergebnis von Erziehung. Wir alle werden ohne den Glauben an eine höhere Kraft geboren. Und je nachdem, ob wir jetzt in einem muslimischen Teil der Welt, in einem christlichen Teil oder in einem buddhistischen Teil oder eben vielleicht auch in einem glaubensfreien Haushalt groß werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir den Glauben unserer Eltern annehmen. Völlig verrückt, aber ja. Naja. Deshalb sehen komischerweise die Christen bei den Nahtoderfahrungen auch meistens Jesus. Und nicht irgendwelche anderen Götter, von denen sie noch nie gehört haben, aus der Vergangenheit, die da populär waren. Und so geht es ja auch mir, dass ich einfach ohne Glauben erzogen wurde und deswegen wahrscheinlich heute aber auch nicht glaube. Es ist interessant, dass jetzt am Samstagabend bei uns in der Kirche die Amanda getauft wird. Ach, die Amanda. Jetzt wird die Amanda am Samstagabend getauft und ist jetzt irgendeine anekdotische Evidenz. Ja, meine Oma hat aber auch bis 94 geraucht und ist alt geworden, deshalb ist jetzt Rauchen kerngesund. 14 Jahre alt, vor einem Jahr kam ihre Mutter mit dem Mädchen zu mir und sagte, Bruder Paulus, ich weiß auch nicht, aber meine Tochter will getauft werden. Die hat noch nie was von Gott gehört und die hat auch noch... noch nie was. Die hat bis jetzt auf einer einsamen Insel gelebt. Wir haben sie da als Baby hinverfrachtet mit so einem Fütterungsroboter und jetzt... Ja, letzten Donnerstag kam sie braun gebrannt zurück. Nie was. Sie möchte, die ist 14. Sie möchte gerne. Und sie hat noch nie was von Gott gehört mit 14. Nein, in ihrer Familie nicht, weil wir kommen jetzt gerade auf religiöse Erziehung. Sie wissen genau, was ich sagen will. Ich will einfach nur sagen, dass das Ergebnis. Ja, Erziehung und Kultur natürlich. Das religiöse Erziehung zum Leidwesen vieler Katholiken leider nicht zu dem Ergebnis führt, was Sie uns hier gerade erzählen wollen. Ja, aber das Menschen ist ein genau Fall aus 80 Millionen. Also damit kann man nicht arbeiten. An einem. Ja. Ja, hat er recht. Punkt ihres Lebens kommen, wo sie dann sagen, will ich diesen Ruf zum Glauben anfolgen oder will ich ihm nicht folgen? Und das gibt es vereinzelt, aber immer seltener. Ich meine, dass überhaupt noch Leute in ihre Kirche kommen, wundert mich. Es geht ja nicht um Quantität, sondern um Qualität. Ich würde gerne nochmal in diesen Punkt... Das ist schön, ja. Ich würde gerne an einem Punkt bleiben, den wir eben schon mal Der Typ ist ein Traum. ...gesprochen haben, nämlich das Verhältnis von Glauben und Wissenschaft. Herr Möller, wenn Wissenschaft alles beantworten kann, warum sind dann
weltberühmte Physiker eigentlich gläubig? Als ob Wissenschaft alles beantworten könnte oder das behaupten würde. Aus Newton Planck. Also erstmal kann Wissenschaft nicht alles beantworten. Das ist auch nicht das Ziel, sondern Wissenschaft stellt Hypothesen auf, stellt widerlegbare Aussagen auf und überprüft dann, ob die Aussage... Diese arrogante Oberlehrerart ist herrlich. ...gestimmt hat oder nicht. Also Wissenschaft ist ja letztlich nichts weiteres als ein Sammelsurium von Instrumenten und Methoden, die uns dabei helfen sollen, überprüfbar... Steht da in einem Studio, was einzig und allein von der Wissenschaft zusammengehalten wird und nicht vom Glauben und findet es total bescheuert. Aussagen zu überprüfen. Also mit nicht überprüfbaren Aussagen setzt sich die Wissenschaft natürlich nicht auseinander, denn Gott ist natürlich genauso wahrscheinlich wie die Zahnfee. Also darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Die Schönheit einer Beethoven-Sinfonie ist wahrscheinlich auch so wahrscheinlich. Das waren jetzt wieder Einhörner. Sie lässt sich genauso gut erklären, aber sicher, selbstverständlich. Wie beweisen Sie denn wissenschaftlich? Hören Sie mal, Ästhetik, wir können heute dem Gehirn beim Denken zugucken, das ist doch überhaupt kein Problem. Wir können intersubjektiv überprüfen, ob vielen Menschen die Symphonie gefällt oder nicht. Aber wir können nicht sagen, Frage ob sie wirklich schön ist, ob sie wirklich schön ist. Dafür brauchen wir dann Einhörner. Das können wir auch nicht. Aber um auf deine Frage zu antworten, also ich denke bei Wissenschaftlern, die angeblich religiös sind, immer zuerst an Einstein, der sich natürlich am Ende seines Lebens von diesem kindischen Aberglauben freigemacht hat. Wir hatten vorhin kurz über... Ja, nur weil irgendwelche genialen Leute in der Vergangenheit an irgendeinen wahrscheinlich Mumpitz geglaubt haben, stimmt das jetzt? Oder wie? Absoluter Quatsch. Es gibt viele geniale Leute, wenn man da mal den Wikipedia-Eintrag liest, was sie außerhalb ihrer Genialität teilweise noch veranstaltet und gedacht haben, merkt man auch, okay, es gibt auch Abspaltungen der Intelligenz sozusagen. Ja, das jetzt nur, weil irgendjemand in irgendwas genial war. Das heißt noch lange nicht, dass er überall genial war. Vor allem in der Vergangenheit gibt es ganz, ganz wilde Sachen, an was die Leute teilweise geglaubt haben. Auch hier sehen wir das Phänomen, dass Leute einfach sagen, ja, Mensch, Herr Möller, die Wissenschaft, die denkt sich doch eh alle 10 Jahre was anderes aus. Da können wir doch überhaupt nichts mit anfangen. Und da muss ich natürlich immer sagen, es ist Aufgabe der Wissenschaft, Fehler zu machen, um dann eben aus den Fehlern zu lernen. Wo könnte es nicht sein, dass es auch wissenschaftlich wäre, zu sagen, eigentlich wissen wir es nicht, es war ja keiner dabei. Es sind ja alles Extrapolationen, man überlegt sich das. Ich kenne Menschen, die zu mir kommen, die glauben an den Urknall. Dann sage ich denen immer, ich würde sie bitten, so sehr an diese Theorie zu zweifeln, wie ich an Gott zweifle. Dann haben wir vielleicht mal eine Basis, wo wir dann uns der wirklichen Frage stellen können, ja, auf die wir keine Antwort wissen. Woher kommen wir? Also viel Zweifel. Sie die Evolutionstheorie? Ich lerne von Biologen, dass das eine interessante Theorie ist, die nicht alle Biologen teilen. Und von daher... Glauben Sie sie? Ich brauche sie nicht zu glauben, das ist eine wissenschaftliche Frage. Beantwortet keine einzige Frage. Theologen und Politiker. Das ist eine Frage, ob es wirklich so gewesen ist oder nicht. Und Sind das zwei Welten, die nichts miteinander zu tun Doch, haben? Doch, ich kann staunen darüber, wie die Welt geworden ist. Und wenn mir am Ende man sagt, es ist so, wie es in der Evolutionstheorie einige behaupten, ist doch gut, dass Gott es so geschaffen hat. Für mich ist es kein Problem, die wissenschaftlichen Ergebnisse in der Hand zu haben und anzuschauen. Ich habe schon im Biounterricht damals, im Leistungskurs Bio, habe ich diese Sachen alle schon angeguckt, die uns beigebracht wurden und sie letztlich zum Anlass genommen zu sagen, Mensch Gott, hast du die Welt toll geschaffen. Klasse, dass es sowas gibt wie einen Desoxyribonukleinsäurezyklus oder sonst etwas. Und habe dann so mir einfach das als Anlass genommen. Das ist wirklich der Anti-Mann. Ja, tut er jetzt hier zumindest keiner Fliege was zu leide, aber so von der Art her, also praktisch guckt euch den gut an und macht dann genau das Gegenteil, dann werdet ihr wahrscheinlich erfolgreich in eurem Leben und vor allem im Sozialleben werden. Und stell dir vor, du hast diesen anstrengenden Typ als Vater. Kann ja ganz liebevoller Vater theoretisch auch sein, aber ich denke, es brodelt. Ist die ganze Welt verrückt geworden? Bin ich denn hier der einzige Idiot, dem Hegel noch irgendwas bedeuten? Entschuldigung, es ist schwieriger, nicht an einen Gott zu glauben, so rum, als es zu tun. Es ist eine menschliche Reaktion, sich Unerklärtes irgendwie zu erklären. Akzeptieren, dass man nicht von einem Gott geschaffen wurde, ist schwer auszuhalten. Ist unheimlich schwer auszuhalten. Ist das der Ansatz? Ist das der Grund, warum wir glauben? Ist es die einfachste Erklärung für alles? God of the Gaps Fallacy heißt das. Ja, Top 20 oder Flop 20 natürlich. Ja, alles Unerklärbare, irgendwie das Label Gott drauf kleben, aber da hast du ja keine Lösung dadurch. Du könntest ja auch das Label Einhorn draufkleben, aber hast ja auch keine Lösung dann dadurch. Es erklärt ja einfach nichts. Das ist die ultimative Nichterklärung.
Ja, wir können uns dann natürlich so ein Stück weit in die Tasche lügen und sagen, alles, was wir noch nicht beantworten können, verschieben wir einfach als Problem und machen uns ein neues Problem, nämlich Gott. Denn wenn man jetzt das Problem Richtung Gott verschiebt, müsste ja man erklären, was ist Gott eigentlich und woher kommt Gott eigentlich? Also die Frage hat man damit nicht beantwortet, man tut nur vorübergehend so. Ja, tust dann so, ich weiß hier was und ich bin dann ein Wissender, der auch noch 1000 Leben danach hat und nie sterben kann. Und der ganze Firlefanz. Noch nie war die Wissenschaft so weit wie jetzt. Könnten wir, glaube ich, uns darauf einigen und trotzdem wie weit bleiben. Ist, darüber kann man sich streiten. Immer noch sterben alle 5 Sekunden ein Kind, obwohl wir zum Mars fliegen können. Die Wissenschaft hat noch nicht sehr viel vollbracht an menschlichen in dieser Welt. Wir waren aber noch nicht vorher am Mars. Und Gott macht da mehr für, oder was? Ja, wenn du jetzt eine Beinprothese brauchst, kannst du ja mal versuchen, dran zu glauben. Oder du fährst halt ins Krankenhaus und holst dir die Prothese. Zum Frieden hat sie noch nicht beigetragen, wenn ich die Wissenschaft richtig mir anschaue. Die Religion erst recht. Oh, das glaube ich doch sehr. Mit einem Blick in die Welt. Also bitte, Herr Paulus, oder soll ich Bruder Paulus sagen? Herr Kuh, schauen Sie mal, wie viel der Atheismus kaputt gemacht haben. Ich glaube, wenn wir... Der Atheismus, ja wieder Flop 20, ja diese unglaublich unfassbaren Atheisten, die immer Kriege führen und so weiter. Nein. Hören Sie mal, ich habe mich heute nicht als Atheist, sondern als Humanist vorgestellt. Deswegen können Sie mich auf... Atheismus ist nur eine Aussage und zwar, an diesen Gottesbehauptungen, gibt es da Beweise für? Nee. Also zweifle ich erstmal weiter dran und sag weiter, wir wissen es nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Das ist Atheismus, mehr ist Atheismus nicht. Ja, und du kannst Atheist sein und dann ein ganz schlimmer Mensch oder Atheist und ein ganz toller Mensch. Ja, Atheismus ist nur eine Antwort auf eine Behauptung. Die Behauptung ist, Gott existiere. Und der Atheist sagt, okay, Beweise? Nö. Na gut, dann lehne ich das jetzt erstmal ab. Kann aber natürlich trotzdem sein. Mehr ist Atheismus wie immer nicht. Keinen Fall in einen Topf schmeißen mit irgendwelchen Regimen, die zwar auf Gott verzichten, aber dennoch Politregime sind, die auch Dogmen aufstellen und gottähnliche Figuren haben. Ja, das sind ja Ideologien, das sind religionsähnliche Strukturen dann wieder. Einem Humanisten wäre das nicht passiert. Worauf ich jetzt hin... Ja, den Satz sage ich selbst oft, einem Humanisten wäre das nicht passiert. Du kannst ja Atheist und Humanist sein, dann bist du ein ganz friedlicher, moralischer Mensch. Und doch, moralisch, das ist doch jetzt von Gott, ich sehe die Kommentare schon wieder. Nein, tust halt keinem was an, benimmst dich hier und so weiter. Weißt, dass die Freiheit, deinen eigenen Arm zu schwingen, an der Nase deines Nächsten aufhört. Gewesen, dass es trotzdem viele Menschen gibt, die fasziniert sind von Übersinnlichem. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt eine Frau vorstellen, die täglich damit zu tun hat, mit diesem Übersinnlichen. Sie ist Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Seherin. Mit einem Blick sieht sie die Zukunft eines Menschen. Ich habe eine Vision. Ich sehe eine Taxifahrt. Ja, klar. Naja, nur die Lottozahlen, das klappt dann immer nicht. Oder was dann wirklich morgen passiert, das klappt dann immer nicht. So läuft das dann immer nicht. Lilo von Kiesenwetter. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, freue mich. Woran glauben Sie? Ich glaube an eine überirdische Macht, ob Gott oder... Ich glaube schon, dass es jemand gibt, der auf jeden Fall da ist. Ob das jetzt Gott ist, ein alter Mann, der mich begrüßt, oder ob das irgendwas anderes ist. Ich glaube, dass irgendwas gibt, weil ich fände nicht schön, wenn ich sterben würde und wäre gar nichts. Das fände ich ganz schrecklich. Ja, kein Leben nach dem Tod ist aber frustrierend, also Einhörner. Weil es halt so lecker ist. Weil es lustig ist. Ehrlich? Ja, fände ich schlimm. Ja, es ist auch fürchterlich schlimm, dass jetzt Milliarden Jahre vor meiner Geburt nichts war. Das ist absolut traumatisch für mich. Deshalb ist es auch unfassbar schlimm, dass mal nach meinem Tod wahrscheinlich nichts mehr kommt. Das wird auch, ja, ich freue mich schon drauf. Das wird richtig, richtig schlimm, die nächsten Milliarden Jahre. Erklären, was sehen Sie? Ich bin Seherin, das heißt, ich kann nur bei einem Menschen was sehen. Ich muss mich auch auf einen Menschen konzentrieren. Ich kann dem nicht irgendwas am Telefon sagen, sondern der muss vor mir sitzen. Und dann sage ich alles, was ich sehe aus seiner Vergangenheit, warum er zu mir kommt und was auf ihn zukommt. Ja, geil. Ja, den Job könnte ich hier nach über 10 Jahren Coaching logischerweise auch machen, weil du kannst ja Leute irgendwann auch einigermaßen einschätzen, wenn du noch ein bisschen Intuition hast, ein bisschen Ahnung von Psychologie und der ganze Quatsch. Und außerdem gibt es so Barnum-Statements, ja, dass du einfach sagst, ja, die so Dinger, die auf jeden zutreffen. Ja, dass du so ganz allgemeine Dinger sagst. Es gibt auch so ein Experiment, haben irgendwie 40 Leute, haben so ein ganz detailliertes Horoskop extra mit auf sie zugeschnitten und so weiter, bla bla. Ja, und dann haben alle hinterher gesagt, das ist ja unfassbar akkurat. Das trifft also zu irgendwie 90%, 95% irgendwas. Also sehr
hohe Zahl, trifft das auf mich zu und hinterher kam raus, es ist so ein Glückskeks-Horoskop gewesen mit Barnum-Statements, das heißt, was auf jeden zutrifft. Ja, du bist in neuen Gruppen, bist du manchmal ein bisschen ängstlich am Anfang, ja, so, so ein bisschen denkst du, ob mich hier einer doof findet, aber nach und nach, wenn du dich wohlfühlst, dann taust du durchaus auch ein bisschen auf. Ach nee, ja, oder manchmal bist du sehr selbstbewusst, an anderen Tagen fühlst dich aber irgendwie unsicher und hinterfragst alles. Das sind so klassische Barnum-Statements, die halt auf jeden zutreffen. Ein Wort. Ja, und da haben die Leute gesagt, dass das trifft ja unfassbar auf uns zu, alles. Und dann kam hinterher raus, das war ein und dasselbe Horoskop für alle. Der Mensch ist halt auch nur ein Affe in Schuhen und lässt sich von allem Möglichen schnell bumsen. Gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erklären können? Ja. Welche? Ja. Mich zum Beispiel. Ja, ganz gute Antwort. Aber natürlich, ja, eine Seherin. Sehr gute Antwort. Sie haben die ganze Zeit mit Menschen zu tun, die das Übersinnliche suchen. Was fasziniert die Menschen am Übersinnlichen? Das kommt ja auch noch dazu. Wer geht denn zu so einer Seherin? Ja, Leute, die an den ganzen Schwachsinn schon glauben, natürlich. Und dann sagt die irgendwas. Und dann macht man es halt passend. Vor allem, das ist auch noch so ein Ding bei diesen Barnum-Statements, die Hits lässt man zu, also da, wo sie recht oder angeblich recht gehabt hat und macht es dann auch passend für sich und sagt, die wusste, dass meine Oma irgendwie ein riesen Einfluss für mich damals war. Ja, das sind so Hits, wo sie entweder getroffen hat oder der Leichtgläubige es gerne passend gemacht hat. Die lässt man dann zu und sagt, die wusste X und Y. Und bei den Misses, da wo sie so ein bisschen im Salat rumstochert und dann sagt, ja, so und so was oder vielleicht doch und bla bla bla, sind natürlich alles vage Statements auch. Ja, diese Misses, da sagt man dann nicht, vor allem der Leichtgläubige sagt dann natürlich nicht, also da hat sie totalen Quatsch geredet, das stimmt überhaupt nicht, das trifft überhaupt nicht auf mich zu, sondern das wird vom Leichtgläubigen natürlich ausgeblendet und nur noch die Hits werden durchgelassen. Und da heißt es hinterher dann, das ist ja unglaublich, die wusste, dass meine tote Oma und was weiß ich was. Ich sehe die Zukunft von Menschen wie eine Dia-Show, aber drauf wetten und dann Kohle damit machen, das geht komischerweise nicht. Man muss dann trotzdem 35 Jahre den Leuten das Geld anders aus der Tasche ziehen, weil man hilft ihnen ja so unglaublich damit. Ja, es gibt auch so einen Typen, der gesagt, der sowas gemacht hat mal und hat dann angefangen dran zu zweifeln, hat gesagt, jetzt sage ich die nächsten 6 oder 8 Wochen oder wie lange das war, mal genau das Gegenteil davon, genau das, was ich überhaupt nicht sehe, komplett das Gegenteil meiner eigenen Intuition. Und was war? Die Klienten, in Anführungszeichen, die Kunden, haben genau die gleiche Accuracy attestiert. Also es war genauso akkurat angeblich, weil der Leichtgläubige macht halt alles für sich passend. Weil er will ja dran glauben, sonst würde er ja gar nicht da sitzen und sich den Quatsch anhören. Glauben Sie eigentlich an Wunder? Ja. Das kam wahnsinnig schnell und überzeugt. Ja, ist so. Okay. Bruder Paulus, sind Wunder Blödsinn? Überhaupt nicht. Die Bibel ist ja voll von Wundererzählungen. Sie wollen ja den Menschen dahin... Ja, Harry Potter halt auch. ...führen, danke, dass sie vor Gott das Knie beugen. Und dass sie sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich im Leben erhältst und dass du mich durch dick und dünn trägst. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht. Ich fürchte kein Unheil, sagt der Psalm 23, den so viele kennen. Und unheimlich viele auch zurecht kennen. Letztlich ist Gott der Wegbegleiter in all den Höhen und Tiefen des Lebens, der Freund deines Lebens. Ist der Freund deines Lebens, außer bei den Milliarden oder Millionen, sagen wir jetzt erstmal, Kinder, die alle 5 Sekunden sterben. Ja, alle 1,5 oder 3 oder 5, je nachdem, welche Altersgruppe du noch mit reinnimmst, Sekunden stirbt auf diesem Planeten ein Kind, das komplett unschuldig ist, ja, das noch gar keine Religion in der Birne hat, sozusagen. Ja, lauter Säuglinge sterben einfach weg, den überwiegend religiösen Eltern natürlich. Und wo ist der liebe Gott denn da? Ja, die Wege sind dann wahrscheinlich für meine Begriffe ein bisschen zu unergründlich. Oh, thank God for that. In der Kirche sind ja Wunder auch wahnsinnig wichtig. Um selig gesprochen zu werden, braucht man beispielsweise eine Wunderheilung. Die muss dann aber wieder wissenschaftlich bewiesen sein. Wie passt das dann zusammen? Weiß ich nicht, müssen Sie im Vatikan fragen. Selig und heilig werden kann jeder, auch wenn der Vatikan ihn nicht heilig und selig spricht. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und es gibt ja Gott sei Dank das Fest aller Heiligen, wo wir erstmal sagen, alle könnten heilig sein. Das ist eine schöne Vermutung übrigens, Sie könnten ein Heiliger sein. Nein, nein, nein. Das wird Ihrem Humanismus mehr. Könnten Sie mir noch das Herz aufschließen. Das wird nichts mehr. Ja, das könnte schon auch sein. Das ist ja die Vermutung, dass jeder Mensch in sich den Himmel trägt. Warum sollen wir ein Wunder... Den Himmel trägt. Glauben.
Warum sollen wir an Wunder glauben? Wir sollen gar nicht an Wunder glauben. Wenn Sie eins erleben, werden Sie von selber dran glauben. Sie müssen von mir aus nicht an Wunder glauben. Wenn Sie die richtige Frau Ihres Lebens treffen, können Sie sagen, das hat meine neurobiologische, chemische Zusammensetzung im Gehirn gemacht. Oder Sie können sagen, es ist erstaunlich, dass ich dich getroffen habe und dass ich jetzt plötzlich, sagen wir mal, Schrebergarten umgraben. Knicknack. Bam, babam, babam. Gut finde, weil du einen Schrebergarten hast, nicht? So schnell kann man sich ändern, ist doch ein Wunder. Aus Liebe. Ja, die banalsten Dinge. Zwei Leute treffen sich und verknallen sich. Das ist jetzt ein Wunder. Was hier geschehen ist, ist ein Wunder. Und ich verlange einfach, dass du es anerkennst. Ja, in Ordnung, es war ein Wunder. Gut, nehme ich einfach mal so mit und sage, es gibt auch andere, die sagen, die Welt kann man logisch erklären und die anderen, die eher übersinnlichen Theorien an Nonsens glauben. Hängen. Frage ist, gibt es dazu noch Alternativen zu den Kirchen eigentlich? Muslime nach Mekka, Buddhisten nach Bhutan, manche stehen auf Magie. Unterirdische Kräfte, ein Tunnel im Sauerland. So richtig so ein Kribbeln, ein starkes, so irgendwie so ein Gefühl, ne? Sagenhaft. Das kribbelt richtig. Deutsche basteln sich ihre Religion. Nur noch 26% der Jungen glauben an Gott, finden Hexen toll. Oder Wunderheiler wie Brazo aus Kroatien. Irgendwie schwebe ich wie auf einer Wolke. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Esoterik oder Religion, macht das einen Unterschied? Das macht sogar einen großen Unterschied, sagt mein nächster Gast. Er glaubt. Jetzt geht's los. Achtung. Ob das energetische Schwingungen Auswirkungen auf unser Leben haben und dass es sich wichtig ist, dieser Auswirkungen bewusst zu werden. Und dabei hilft er auch gern. Hier ist der Bewusstseinsforscher Bruno Württemberger. Thank you for the suggestion. It was a good one without a question. Do a cover, subscribe, we'll see you.